So, hallo nach dem Wochenende. Mein Name ist Roman und wir sind hier, um Deutschland, Österreich und die Schweiz Gamification fit zu machen. Das ist unser Antrieb auf allen Kanälen. Und dazu in diesem Rahmen findet auch endlich, dank Ricardo, der mich dazu gebracht hat, endlich der nächste Schritt statt, nämlich das, was schon seit Jahren angefragt war, der Online-Kurs. Und weil ich mich so lange etwas blöd angestellt habe damit, beziehungsweise immer schön andere Sachen vorgeschoben habe, gibt es jetzt die 90-Tages-Challenge. Ricardo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Roman, freut mich. Hallo zusammen. Genau, Ricardo hat ja mir die 90-Tages-Challenge mal vorgestellt. Eigentlich crazy, dass ich das so noch nicht kannte. Aber geiles Commitment natürlich, das durchzuziehen. Und damit wir es uns noch etwas schwerer machen, haben wir gesagt, jo, wir machen das Ganze live. Wir machen es schwerer und leichter. Schwerer, weil noch ein Commitment, ja, man bringt dann noch mehr, man bringt Updates leichter, weil dieser Austausch mit den Leuten, gerade im Nachhinein, also ich habe jeden Tag ungefähr eine Person, die auf einen zukommt, die noch schreibt, die antwortet, die Hilfe anbietet, unglaublich, oder andere, die sagen, hey, super geil, ich glaube, ich klau mal das, oder ich brauche auch eine 90-Tages-Challenge für meinen eigenen Online-Kurs oder halt für was anderes, und dadurch machen wir es uns eigentlich wieder einfacher, ja, weil gemeinsam geht so eine Sache manchmal dann doch ein bisschen leichter vonstatten. Absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wie ging es dir jetzt, das Wochenende? Wie waren die letzten Tage? Du, geil, geil. Also zum einen, kommen wir ja gleich zu, wirklich meiner Meinung nach einen Schritt vorwärts gemacht. Super. Zum anderen auch, was ich schön finde, ich bin ja eigentlich, oder was ist eigentlich? Ich bin Morgenmensch. Ich liebe es, früh aufzustehen, und habe das Gefühl, ich bin super produktiv morgens. Und so ab 10, 11, also alle richtig wichtigen Sachen, gerade bei mir halt viel konzeptionieren und sowas, alles um die Zeit. Und dann habe ich immer das Gefühl, es ist so ein Abfall. Jetzt ist es ja so, weil wegen Corona zu Hause, anderer Tagesablauf, ja, weil man sich natürlich den Tag teilt arbeitstechnisch. Ja, klar. Und dann kommt noch die 90-Tages-Challenge mit dazu. Das heißt, ich habe mir alles geblockt, immer in den Abendstunden. Ja, sehr gut. Darüber hat man darüber gesprochen. Du hast ja gesagt, ich soll mich mal hinsetzen, Kalender nehmen, wirklich genau. Zeiten blocken. Genau. Alles gemacht, immer in den Abendstunden, also ab 9. Da weiß ich, bin sicher raus, aus bei den Kinderzimmern, Kinder schlafen und so, alles cool. Und was ich jetzt erlebt habe, ist, ich habe so eine Art Revival, braintechnisch, so um 10, 10 bis 11, halb 12, vielleicht sogar noch länger, aber dann irgendwann sagt man halt, okay, jetzt geht die Family mal ins Bett. Aber ansonsten 10 bis so halb 12, da geht das richtig gut. Da kommt man richtig rein. Also geil. Ich habe mich ein bisschen neu kennengelernt. Ja, das ist auch eine schöne Uhrzeit. Ich muss sagen, ich genieße die Abendstunden auch sehr, sehr gerne, weil es klingelt kein Telefon. Also entweder ganz, ganz früh oder ganz, ganz spät. Ja. Da ist niemand, der schreit, der einen ablenkt, der was braucht, sondern es ist alles erledigt. Der ganze Tag ist in den Tüchern, ja. Und man kann sich dann nur noch auf diese eine Sache konzentrieren. Ja, definitiv. Also wirklich schön. Und von daher, ich freue mich drauf, dir die Sachen zu zeigen. Da bin ich sehr gespannt. Denn, genau, wir einmal inhaltlich und einmal ein bisschen, sagen wir mal, was so Produktivität das Tool angeht. Oder ich habe das Tool gewechselt. Also okay. Vorher ist ja gesehen, ich hatte also WordPress, wo man halt wirklich anfängt zu schreiben, Texte, weil in so einem Online-Kurs kommt ja nicht nur Video vor, sondern auch Texte. Ja, dann hatte ich ja Meistertask, so, als To-Do und sowas, das habe ich auch immer noch. Aber du weißt ja vielleicht, ich bin ja seit längerem Fan von Notion, dem Programm. Ja. Und habe es eigentlich immer nur Oberfläche benutzt, aber dachte irgendwann, ja, Moment mal, jetzt nutzt du eh das Programm, jetzt setzt du dich mal hin. Und, pass auf, ich zeig's. Also, was ich gebaut habe, ist, ich habe jetzt sozusagen alles in Notion reingesetzt. Also ich nutze Word noch dazu, zum klassischen Schreiben, ja. Aber, und ich zeig gleich, ich bin ein bisschen stolz drauf, wie das so für mich aussieht. Also, mir bringt das sehr viel. So, das Erste ist einmal, was wir hier sehen, das ist jetzt nichts Neues, aber halt einfach reingenommen, die Grundstruktur, ja, die wir haben. So sieht die aus, dann vielleicht kommt noch ein Modul 7, könnte man theoretisch noch dazu machen. Ja, da sind gerade mal Modul 7 und dann irgendwie, ich nenne es jetzt mal Abschluss. Ja? Mhm. Zusammenfassung, letzte Worte und so weiter. Und dann habe ich eben, also hier Begrüßung ist für mich zum Beispiel schon fertig. Ja? So, das werde ich auch textlich machen, wie das aussieht. Und dann eben kommt aber in dem Bereich, also wie man sieht, danach kommt die Einführung. Ja, und Einführung habe ich schon in gewisse Bereiche
gemacht. Ja, das Versprechen, da haben wir schon drüber gesprochen. Können wir uns noch mal kurz eigentlich auf der Zunge zergehen lassen? Also Zunge zergehen lassen ist schon wieder zu wertend, aber mal noch mal kurz gucken, ob du immer noch damit einverstanden bist. In diesem Kurs erlangen Sie das Wissen, die Fähigkeit und die Materialien, damit Sie in Zukunft Ihre Produkte, Arbeitsprozesse oder Ihre Marke so gestalten können, dass Nutzer, Mitarbeiter und Kunden einfach Lust darauf haben, dran zu bleiben und weiterzumachen. Genial. Ja, passt doch. Na, dann kann man nämlich schon sagen, haha, Versprechen schon mal fertig. Und dann eben kommt drunter die anderen Sachen, die so in diesem Modul drin sind. Ja? Und dann geht es eben los mit Modul 1. Und auch da würde ich zum Beispiel textlich beginnen. Gibt es einen gewissen Text. Und dann gibt es eben verschiedene Bereiche, wie man sieht. Also da hat man schon so die Dinger drin, die ich rein hätte gerne in diesem Modul 1. Mhm. Ja? Genau, und so habe ich das durchgearbeitet. Da gehen wir jetzt gar nicht weiter auf. Ich will jetzt erstmal bei diesem Notion-Bereich bleiben. So, dann eben direkt drunter einen kleinen Bereich, wo mir Dinge nochmal einfallen, die jetzt wirklich für den Kurs selber sind, inhaltlich. Nicht irgendwie organisatorisch, sondern inhaltlich. Ja? Da sieht man, okay, die Module, ich finde die, also das Fundament, Heuristik und so, das finde ich noch nicht gut. Das finde ich vor allem zu sehr aus meiner Sicht geschrieben und noch nicht aus der Sicht des Lernenden. Ja? Dann eben ein Punkt, den man sich jetzt schon mal Gedanken machen müsste, auch wenn man es jetzt ja auf Deutsch macht, ist, muss man jetzt schon organisatorisch oder inhaltlich irgendwas bedenken, weil wir es ja vielleicht dann noch auf andere Sprachen machen. Ja? Also ich habe ja schon vor, dass der Kurs dann auf Englisch noch übersetzt wird. Natürlich, die Videos werde ich nicht auf Englisch machen, dann nochmal mit Untertiteln. Ich wollte gerade sagen, reicht es nicht für die Videos, die Übersetzung? Und genau, das ist der Ansatz. Ja? Aber dass das einfach klar ist, dass man das gescheit machen kann. Und dann, ich habe schon jemanden aus Israel, die gesagt hat, ey, die ist sofort dabei und übersetzt mir die Sachen. Wow, super. Hammer. Dann aus der Türkei schon jemand, der gesagt, also das, die bieten das an, ob das so für die machbar ist, ob die gerade denken, ich komme hier halt mit 3-4 Seiten, das weiß ich jetzt nicht, muss man dann alles abklären. Aber haben wir auch schon jemanden aus Frankreich, jemanden, okay, beziehungsweise aus Afrika, aber die würde es auf Französisch übersetzen. Ich war ja eine Zeit lang in den französischsprachigen afrikanischen Ländern sehr viel unterwegs und da natürlich dementsprechend auch das Netzwerk, also sehr cool. Also das muss man überlegen. Dann hatten wir das Thema Gamification im Kurs angewandt. Das ist auf jeden Fall auf der Tagesordnung, muss man noch schauen. Dann Soundlogo technisch, dass man auch immer in den Videos mit drin hat vielleicht und so. Ja, einfach als auch ein bisschen CI. Dann natürlich klären, okay, gibt es gerade bei gewissen Bereichen, gerade wenn man die Empfehlungen macht und ein, zwei Bücher und Videos oder auch Tools, hat man dann die Person gleich mit dabei. Das sind noch so Sachen, die ich noch ein bisschen klären muss im Hintergrund. So, und dann habe ich mir, jetzt schaue ich gerade, die Challenge selbst, Harald Frank schreibt, Harald, hi, freut mich. Die Challenge selbst ist ja auch ein Gamification-Element. Ja, definitiv. Also so wie, meinst du jetzt unsere 90-Tages-Challenge? Weil die kommt natürlich nicht in den Kurs rein, aber definitiv. Für mich schon, ja, ob das Gamification ist, ist immer eine Definitionsfrage, du hast recht, definitiv. Ein Fazit, wie die Kurserstellung für dich mit der Challenge funktioniert hat, wäre klasse. Pro, Con, was motiviert, was hat mir denn? Ah, also, meinst du jetzt, Harald, wäre interessant, meinst du, dass sozusagen das Thema 90-Tages-Challenge noch in den Kurs mit rein soll? Dass man so sagt, hey, dieser Kurs ist während der 90-Tages-Challenge entstanden und so weiter, das? Oder, was auch schon ankam als Anfrage, meinst du, dass man danach nochmal so eine Art Extra-Content macht, wo man sagt, hey, wir haben übrigens diesen Kurs mit der 90-Tages-Challenge gemacht, der lebt dann halt auf einer eigenen Playlist von mir aus in YouTube oder wie auch immer, dass man das also nochmal macht, aber nicht inhaltlich erwähnt im Kurs. Also ich verstehe Harald seine Frage eher so, dass er sagt, wie war für dich einfach dieses Erlebnis mit der 90-Tages-Challenge den Kurs zu fertigen? Okay, also einfach mal als extra Punkt. Mit dem Druck, mit den zeitlichen Herausforderungen, mit, ich sag mal, mit allem drum und dran, weil in 90 Tagen so einen Kurs zu fertigen, ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, es ist jetzt das Jahresziel. Ja, richtig. Okay. Also so verstehe ich. Frank, bitte dein Feedback. Hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Aber dann machen wir da auf jeden Fall noch eine Session dazu, weil das echt cool ist. Also ich bin echt begeistert langsam, weil ich für mich auch eine Art Transformation merke, die ich, also auf jeden Fall an dem Punkt, der ja vorher nicht so gut funktioniert hat. Ja. Das war ja der Punkt, wo wir am Anfang darüber diskutiert hatten, als ich dir das vorgeschlagen hatte, dass es die Hürde ist extrem und ich sag mal mental auch erstmal extrem, weil man sich denkt, oh Gott, 90 Tage und dann auch noch über die Wochenenden und ich habe die Projekte am Laufen und das und das und das. Ja. Aber irgendwie hat man immer irgendwo Zeit, die man dann dafür verwenden kann, wo man dann halt das Nicht-Wesentliche erstmal liegen lässt. Richtig. Womit man sich dann den Tag vielleicht voll gemacht hätte. Ja, richtig.
Also von daher, cool. Danke, Harald, dafür. Da machen wir auf jeden Fall was. Ach ja, übrigens, weil ich es hier gerade sehe, es gibt ein Programm, nur mal kurz als nebenher, das nennt sich Descript. Jeder, der Sound macht, also Audio, also Podcast, der sollte sich das echt mal angucken, weil das ist krass. Du kannst, was du dort machen kannst, ist, du machst ein Video, du lädst das hoch, das transkribiert das gleich. Jetzt kannst du in dem Video, also ich meine im Text, in dem Transkriptionstext von dem Video, kannst du zum Beispiel die Äs raus, also löschen im Text, dann sind die auch im Video weg. Das ist Echt? Hammer. Und die haben auch jetzt die haben auch Wow. ein sehr geiles Voice-Over mittlerweile, Feature, glaube ich. Ja, also theoretisch könnte es da vielleicht möglich sein, dass du sagst, du kriegst das Transkript, dann jagst du das. Ich bin jetzt immer ein bisschen, so sollen wir es nicht, so will ich es nicht machen, aber jetzt jagst du es durch DeepL, übersetzt es auf Englisch und lässt es dann von dem Voice-Over machen und hast plötzlich ein Voice-Over-Englisch. Das machen wir mit Türkisch, mit Griechisch, was weiß ich was. Ganz so einfach wird es nicht, aber ein geiles Programm, wirklich, Hammer. So, dann habe ich drunter eine Art für mich ja, To-Do-Liste, wenn du es so willst. Ja? Also wir haben hier die Module und jeden Bereich, der ist hier drin und angeben, okay, den würde ich gerne mit Text machen, da auch mit Text, hier kommt ein Video mit dazu. Ja? Alles im Modul 0. Und dann kannst du sogar eine eigene Seite aufmachen. Ja, wie du zum Beispiel, irgendwo habe ich das auch, zum Beispiel Abschluss habe ich hier schon mit drin. Und das kannst du auch nochmal alles als einzelne Seite machen. Und wenn du dann drauf gehst, kannst du nochmal extra Notes machen. Das ganz kurz nochmal zurück zu den Modulen. Die Module sind jetzt die einzelnen Aufnahmen auch, oder? Nein, die Nein. Module sind hier oben die Module. Ach so, die Genau. Hauptmodule oben Und das jetzt. sind dann zum Okay, Beispiel die passt. einzelnen Videos hier drin. Ja, und dann kann ich Okay. halt gleich Notizen machen und dann kannst du auch sagen, okay, wenn du siehst, zum Beispiel hier, da bin ich gerade voll am Schreiben. Das heißt, ich Ja. versuche so zu schreiben, wie es am Ende drin ist. Dann Ja. Skript ist erstmal so grob. Ja, dann Ja. hier erste Video für den Bereich Self-Determination Theory, mache ich nochmal Research. Und so kannst du eben Ja. alle, und die anderen Sachen habe ich zum Beispiel noch gar nicht hier habe ich, ja genau, noch nicht angefangen. Da darf ich dir noch einen Hinweis, Ja, Empfehlung klar. meinerseits vielleicht noch mit Stunden ergänzen. Was meinst du mit Stunden? Wie viele Stunden meinst du, dass du für jeden Block ungefähr brauchst? Weil im Endeffekt, wir haben ja nur 90. Umgestellt. Das war Alles gut. jetzt nicht so Danke. geplant. Klaro. Weil ich was geschrieben hatte, das genau, die Shortcuts bei OBS. Genau, das sieht also die ganzen Pakete, die man so sieht, ja, kommt einiges zusammen. Genau. Und dann habe ich auch zum Beispiel noch reingehauen, es gibt Sachen, wo ich sage, die müssen drin sein. Und dann gibt es Dinge, die, da sage ich, wenn man das Gefühl hat, also erstens, wenn man die Sachen leicht zusammenkriegt, ja, und auch noch von der Zeit her passen, so, dann kann man die mitmachen. Ja, Und super. da habe ich dann eben Primär, Sekundär, Tertiär. Also dann hat man auch so, weiß man gleich, okay, die tertiären Dinge kann man erstmal ganz weglassen. Ah, wir haben noch Zeit, dann können wir die auch noch abdrehen. Ja. Ja. Genau. Also das auch noch dabei. Dann einfach mal einen Bereich gemacht, wo ich sage, ich schaue schon mal die Plattformen an. Welche könnten so funktionieren? Ja, um dann eine Entscheidung zu treffen. Auch hier, Ja. nach welchen Kriterien ich das mache. Also erstmal Nutzerfreundlichkeit ist klar. Preisflexibilität ist natürlich für mich interessant. Ja, kann ich im Bundles machen? Ja. Community, so ein Thema. Da gibt es ja auch manche Plattformen, da können die Leute sich austauschen oder man kann die besser anschreiben, sie können mich besser anschreiben, sowas in der Richtung. Dann Affiliate-Programm, klar, wenn es einer weiterempfiehlt, warum soll er nicht was davon haben?
Und dann eben gibt's eine, kann ich eine gescheite individuelle eigene Webseite zu dem Kurs machen, kann ich irgendwie noch über Newsletter dazu interagieren und so weiter. Das sind so Kriterien, unter denen, nach denen ich jetzt so, ich habe schon aussortiert, aber nach denen ich die, die man hier noch sieht, noch gerade noch mal so ein bisschen feintune, fein aussuche. Ja? Mhm. Und dann noch die Roadmap der einzelnen Bereiche, die wir hatten, wo wir sagen, das sind alles Punkte, die kommen. Ja? Also Struktur, zum Beispiel, kann man hier schön umschalten, eine Timeline. Eigentlich hatten wir der Struktur viel mehr Zeit gegeben. Ja, so, jetzt waren wir relativ flott mit der Struktur. Und deswegen war die eigentlich am 27. abgeschlossen. Jetzt habe ich natürlich dadurch mehr Zeit für die Inhalte gewonnen, was nicht schlecht ist. Ja, und dann, wenn man halt guckt, okay, dann haben wir jetzt, ich habe die Zeit erstmal gelassen für die Inhalte, hat sich dadurch erweitert, weil da wird man viel brauchen. So, und dann natürlich Plattform aussuchen. Und dann eben die anderen Bereiche. Wobei, da ist der Punkt, da ist mir noch was gekommen. Ja. Die Frage wäre zum Beispiel, oder was haben wir noch? Post-Production, klar, Generalprobe, Feintuning und dann natürlich am 24. die Veröffentlichung. Die Frage ist, was wäre denn, wenn man, ich meine, ob das jetzt jemanden betrifft oder nicht, sieht man ja, wäre schön, aber was wäre denn, wenn man ab jetzt, und nicht direkt ab jetzt, sondern ab den, sagen wir mal, nächsten paar Tagen, keine Ahnung, den Leuten, die das hier verfolgen, die ein bisschen dabei sind oder die vielleicht jetzt währenddessen noch auf diese ganze Challenge kommen, die Möglichkeit gibt, den Kurs vorzubestellen und dadurch natürlich auch wirklich ein, klar, die sind hier dabei, das finde ich total geil, ja, und dadurch kommen wir denen natürlich, kriegen die einen schönen Preis dafür. Ja, und wir kriegen vielleicht schon mal ein, zwei Feedback-Sachen oder Gefühle dafür, ob das jemand, bucht das jemand, dann kann man direkt auch, kann ich ja, dann habe ich direkt eine Person, die man vielleicht schon ansprechen kann, sagen, okay, was hat dir dann gefallen, warum hast du es gebucht, warum nicht, wie war die Seite, wie war der ganze Prozess, wie so eine Art Beta-Learning, um natürlich, wie gesagt, auch einfach, wenn Leute jetzt schon dabei sind und das Ganze gilt halt dann, achso, hier habe ich sogar reingeschrieben, Kurs Pre-Sale Published, also wenn man es machen würde. Ja, das Ganze gilt dann bis zum 25. zum Beispiel oder bis zur Post-Production. Ja, eigentlich könnte man dann sagen, das Ganze gilt bis zum 23. Bis die normale Veröffentlichung da ist, dann ist der normale Preis. Und so gibt es halt, finde ich, eine Möglichkeit für die Leute, die jetzt schon dabei sind, interagieren und wirklich dafür interessieren. Finde ich sehr gut, weil ich sag mal, nach dem MVP bedacht, hättest du schon mal eine Landingpage, hättest du schon mal die ersten Informationen und siehst wirklich, ist es interessant für die Leute, nehmen sie es an oder nicht. Ja. Und der es annimmt, also ich bin sicher, dass die Leute annehmen werden, aber wir müssen nochmal über den Faktor Zeit sprechen oder bedenken, bis die Leute halt wirklich drauf kommen und so weiter, das ist wieder eine ganz andere Thematik. Aber zumindest die dir jetzt folgen in der ganzen Challenge, die Interesse haben, gleich darauf einzusteigen, die sollen auch, finde ich, belohnt werden. Finde ich auch. Okay, cool. Weil dann wäre halt der Punkt, dass ich meine, ich bin jetzt eben Research auch schon drin, dass man, weil der Punkt ist der, bevor ich natürlich das auch Presale machen kann und dementsprechend ja auch die Leute mit interagieren können, da muss ich mich vorher die Plattform entschieden haben. Ja, das hieße, ja, da sollte man vielleicht schauen, ob man die Plattform so ein Stück jetzt erstmal, also man macht, ich mache trotzdem die anderen Sachen auch. Ich bin ja schon recht weit, das wird jetzt nicht mehr lange dauern, aber dass ich mir das mit der Plattform irgendwie, dass man das eher so gestaltet, ja, dass man sich damit jetzt auch auseinandersetzt und dann kann man das nämlich direkt ab dann, wenn man das hat, dann baut man noch die Seite so ein bisschen dazu. Das muss man noch bauen, also ich würde dem Ganzen mindestens zwei Wochen geben. Damit du das parallel zu den Inhalten fertigstellst. Dann hätten wir es. Dann bin ich wieder da. Ach nee, Umsetzung. Ich glaube, die Planung kannst du dir. Ja, genau, aber dass man es irgendwie dann so macht. Okay, aber dann finde ich es auch gut, dann mache ich das auch. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn dann jemand dran interessiert ist, der dabei ist. Und dann natürlich ein super Vorteil. Cool, alles klar, sehr schön. Picobello. Ja, das ist soweit der Punkt. Ja, genau, okay. Und dann, vor allem das Schöne ist, das sieht man dann hier, wir haben ja sozusagen gewonnen. Also Struktur ist schon verwendet. Ja, dadurch haben wir Zeit gewonnen. Inhalte, Plattformen sind jetzt gerade so ein bisschen dabei. Das mache ich eben nebenher.
Von daher sind wir da gut dabei. Und eben eigentlich Begrüßung, Einführung fehlt noch ein Video. Also wenn man hier guckt, die Ja. USP, also wenn sozusagen für wen ist der Kurs, also USP, ist dieses, warum ist dieser Kurs, warum mit mir, für wen ist der Kurs, ist schriftlich, textlich von mir angedacht, Material auch. Bevor es losgeht, da kommt dann ein kurzes Video noch dazu. Warum Gamification auch? Und dann Ja. sind wir hier eigentlich schon auch schon zur Hälfte durch. Und hier habe ich halt angefangen mit dem ersten Research. Das ist einiges, aber ich meine, ich bin in diesen Sachen ja eh schon firm. Research bedeutet da für mich vor allem halt nochmal gucken, was ist der aktuellste Stand? Nochmal frisch erfrischen, ins Gedächtnis holen. Und dann natürlich explizit die Ja. Kernsachen raus. Ich werde jetzt hier kein Kurs, also kein Deep Dive über Self-Determination Theory bringen, aber halt diese wichtigsten Punkte dazu, die Nein. dann natürlich bei uns auch wiederfindbar sind. Aber dann, Ja. genau, dann von daher siehst du, sozusagen für mich das alles in Notion eingebettet gescheit, dann eben Struktur fertig gemacht und im Inhalt sind wir auch schon einen guten Schritt weiter. 2 Tage, das war das Wochenende, Samstag, Sonntag. Großer Ja, ich denke Schritt. auch. Das ist faszinierend, was passiert, Auf wenn man jeden einmal im Fall, auf Flow jeden ist. Fall. Und auch, wenn man einfach Bock drauf kriegt, ja, weil ich meine, klar, diese Punkte, auch jetzt zum Beispiel bei der Self-Determination Theory, am Anfang, oh geil, jetzt muss ich mit dem Research anfangen. Ja, jetzt lese ich das durch, was ich schon 3, 4 Mal durchgelesen habe. Aber das ist halt so, da gibt es ja diesen Phänomen, Begriff dafür auch. Ja, ich weiß den Begriff jetzt gerade nicht, aber das ist so, wie wenn du dich mit etwas beschäftigst oder für eine bestimmte Sache dich nochmal mit einem Thema auseinandersetzt, hast du dafür ein ganz anderes Auge. Ja, das ist so dieses typische Phänomen, wenn du gerade einen, Ja. keine Ahnung, du hast dir gerade einen BMW Mini bestellt, jetzt siehst du plötzlich nur noch Minis auf der Straße rumfahren. Diesen Aspekt meine ich, ja. Und jetzt auch, ich hatte dann mir so 2 verschiedene große Quellen für die Self-Determination Theory rausgenommen, von zwei verschiedenen, also einmal von denen, die es wirklich entwickelt haben, und dann jemand anders, der das nochmal sehr geil zusammengefasst hatte. Und dann kam mir da nochmal ein Zusammenhang zusammen, der mir gar nicht vorher, also den ich vorher nicht gesehen hatte. Und der perfekt hier Ja. reinpasst, meiner Meinung nach, auch um unser Thema zu transportieren. Und dann wird halt blöd, da wird sogar Research lustig. Ja, dann freust du dich drauf und sagst, boah, geil, voll den erhellenden Moment gehabt, den kannst du rüberbringen. Vor allem, das ist neu, das habe ich noch nirgendwo anders dementsprechend so erzählt. Das heißt, das ist wirklich Online-Kurs nativer Content, den du nur dort hast, weil es ihn noch nicht gibt. Super. Das macht schon Bock. Das Ja. glaube ich. Genau, das ist sozusagen der Stand der Dinge, ja. Deswegen auch an andere, also das ist auch das Schöne ist, ich habe dann rausgefunden, als ich dann hier mal geguckt habe, zum Beispiel den Visualized Value Kurs kennst du ja auch und den Quick Brain kennst du Ja. auch. Die sind beide auf Mental Ja. Networks, habe ich dann rausgefunden. Ja, also kann man da schon, da kann man auch Okay. selber sehen, wie habe ich denn die Plattform empfunden? Ja, oder von der Mindworks Academy einen Kurs gemacht, da habe ich dann gesehen, als ich Teachable eingegeben habe, ist oben in der URL erschienen, Teachable.Mindworks Academy und so. Und da dachte ich, ah, geil, habe ich ja schon mal eingegeben, die URL. Der Kurs wurde also auf der Plattform gemacht. Ist natürlich ganz cool. Da kann man aber so ein bisschen sehen, wie man selber denn damit klarkam. Ja. Muss man nochmal gucken. Aktuell Absolut. tendiere ich zu Podia so ein bisschen. Einfach Okay. bedenkend sozusagen, Warum? was kann der Kurs alles, was kann die Plattform alles, die Handhabung. Und zum Beispiel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich find Mighty Networks total geil, auch vom selber benutzen. Thinkific finde ich zum Beispiel auch sehr cool, von dem, was ich eben jetzt nur gelesen habe. Aber das sind Dinge, die sind, Ja. das ist einfach zu groß. Ja, das ist eine Nummer zu professionell sozusagen. Geht auch, ja, weil du willst ja auch die Leute nicht erschlagen mit den ganzen Features. Du willst es sehr clean halten und auch mich nicht erschlagen sozusagen mit den Sachen, die ich dann im Backend machen muss. Von daher aktuell, und sogar wenn du das preislich anguckst, ja, also Podia würde mich zum Beispiel 33 € im Monat kosten. Dollar, nee, Monat, Dollar mehr, in Euro war das umgerechnet. Und da siehst du zum Okay. Beispiel Thinkific, also fängt zwar hier an, hat aber super viel Feature dann gar nicht drin. Ja, oder andere dann halt, oder hier Kajabi, ganz berühmt, aber die fangen erst bei $120 an im Monat. Ja. Genau, naja, alles klar. Also Ja. so läuft es da auch weiter. Ach so, nee, hast du nicht gesehen, weil ich gerade nicht geteilt habe, den Bildschirm. Sorry, Nee. aber das war eben die Plattform, die. Naja, egal. Aber so gehe ich da durch. Gucken wir mal. Ja, hört sich cool an. Perfekt.
Bin ich mal gespannt, was du dann, ich sag mal, bei den nächsten Tagen Recherche, für was du dich entscheidest und vor allem, warum du dich Ja. dafür entscheidest. Oder warum du dich gegen Ja. die anderen entschieden hast. Also ich sage mal, vielleicht sind ja zwei auf oder gleich auf und welcher ist dann doch der Ja. für dich Ja, man bessere? hat schon gemerkt, auch alleine, wenn du so die Seiten durchguckst, da geht natürlich alleine schon das CI so ein bisschen. Das eine ist, es gibt super clean, es gibt super Entschuldigung, ganz kurz, clever. ganz Alles cool, du, kurz. alles cool. Entschuldigung. Gibt gewisse Dinge, die gehen vorberuflich. Nein, aber es gibt dann so Dinge, die sind dann eher verspielt. Sieht man dann einiges, ja, oder andere sind halt sehr clean, sehr office-mäßig. Und da muss man natürlich gucken, wenn man auch die Seite, die Landingpage für seinen eigenen Kurs baut, muss man natürlich schauen, dann spricht diese visuelle Sprache des Kurses, also die visuelle Sprache der Webseite, spielt die auch den eigenen Kurs wieder, die Tonalität, passt das einigermaßen. Und dann eben auch später so Features, ja, wo man sagt, okay, ich will eben, kann ich ein Presale machen, kann ich Bundles machen, können die Leute dort also kann ich direkt vielleicht über den E-Mail-Newsletter oder was ist, kann ich einfach Kurse nachschieben, wenn man Dinge erweitert? Ist das möglich? Das sind alles so Dinge, an die muss man, verschiedene Sprachen, da muss man dann alles mal gucken, was so möglich ist in der Richtung. Genau. Jo, auch nochmal an die Community, also wirklich gestern am Sonntag, nochmal jemand gemeldet und gesagt, sich dazu gemeldet eben und gesagt, dass es verfolgt und cool findet, und dann auch als Vorbild nehmen will, vielleicht für sich selber. Am Samstag auch noch mal jemand, der gesagt hat, ja, vielleicht kann er mir in einer oder anderen Sache helfen. Also das merkt man schon, allein das lohnt sich aber, was da angeht. Ja, deswegen macht dieses auch, das ist Benefit. Also es ist live, dass wir das so offen machen, echt tritt einem selber noch mal in den Arsch. Man ist genauer mit der Arbeit so ein bisschen, was man zeigt. Man bereitet es ja noch mal vor, auch für diese Session. Dann denkt man wieder so gewisse Sachen durch. Dann bieten die Leute Helfer an, die man noch nicht mal kennt. Ja, die es einfach geil finden, sind dabei. Dann die man kennt natürlich. Auch schon, allein deswegen lohnt sich schon. Das ist eine coole Sache. Perfekt. Ja, geil. Dann haben wir die halbe Stunde wieder voll. Fast. Ich würde sagen, Super. das reicht schon wieder. Danke, Harald. Da machen wir auf jeden Fall mal eine Session dazu, weil da gibt es wirklich viele Learnings, auch was die Persönlichkeit angeht. Was ich am Anfang erstmal so abgetan habe. Aber ja, das sind einfach so Dinge. Ja. Und natürlich auch, was es bedeutet, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dass Ricardo dabei ist, der sich da jeden Tag die Zeit nimmt und da auch wieder mit reinkommt, dass es zeitlich passt. Also super geil. Das macht einfach echt viel aus. Ich glaube, also das ist das, was wir auch am einer der ersten Tage gleich besprochen hatten. Es geht ja nicht darum, das ganz alleine zu machen, sondern es geht ja auch darum, das grundsätzlich einfach zu beginnen und sich das Ziel zu Ja, setzen, zu Ende zu richtig. kommen. Und dann Schritt für Schritt auch vielleicht Sachen ausgliedern und sein Team nutzen oder Ja. das Netzwerk nutzen. Und ich sag mal, Hilfe holen. Weil Hilfe holen ist selbstverständlich, aber es wird oft heutzutage Ja. vergessen. Ja, vor allem auch, ja, also es wird vergessen, dann denkt man manchmal vielleicht, oh, wen interessiert es, wer hilft mir, aber man will ja auch den anderen nicht auf den Keks gehen. Ja, aber es ist Klar, menschlich, gib völlig. und nehmen. Aber Ganz, also Jetzt mal für ehrlich, ja dich. klar. Aber ich meine, man muss auch jemanden, so einen Sparringspartner wie dich haben. Also wenn wir uns jetzt hier schon ein bisschen kennenlernen würden und Ja. ich meine, ich kenne auch andere Leute sehr, sehr lange und bei denen würde ich es nicht machen, ja, jeden Tag dann Dings. Das ist aber eine andere Interaktion miteinander. Ne? Ja, Klar. das stimmt. Nee, von Absolut. daher sehr, sehr cool. Aber hast du es dir auch selbst eingebrockt? Du hast mich auf die 90-Tage-Challenge. Du, ne, ich muss aufpassen, was ich dir für Ja, es wird aber Challenges geil. Ich freue mich schon zeige. auf die nächste. Ohne Scheiß. Ich habe schon gedacht, okay, was können wir danach für eine machen? Sehr cool, wirklich. Klasse. Du Ricardo, Freut dann danke mich. ich dir vielmals. Oh Wünsche Mann, dir noch einen gerne, wie schönen immer. Tag und wir sehen uns wahrscheinlich, hoffentlich, morgen wieder. Perfekt. Auf jeden Fall. Du, alles Gute, viel Erfolg heute Nacht und Auf viel jeden Fall. Produktivität. Bis dann, ciao.